Bestimmt kennst du die folgende Situation. Du sitzt jemandem gegenüber und ihr unterhaltet euch. Plötzlich kommt die peinliche Stille. Du weißt einfach nicht mehr, was du sagen sollst. Dir fällt keine gute Antwort ein und auch kein geeigneter Themenwechsel. Doch keine Sorge. Lockere Gesprächsführung kannst du ganz einfach lernen. In diesem Video erfährst du 6 praxiserprobte Tipps, die dich vor der peinlichen Stille retten werden und dich nebenbei viel schlagfertiger machen. Besonders Tipp Nummer 6 enthält eine Regel, die du dir unbedingt merken musst. Lass uns anfangen. Erstens, Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen. Wenn wir nervös sind, fällt es uns häufiger schwer, etwas zum Gespräch beizutragen. Wir werden ruhig und reagieren nur noch auf das, was uns gesagt wird. Aus Angst, einen Fehler zu machen, sind wir lieber still und nickenartig. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass unser Gegenüber auch etwas über uns erfahren möchte. Egal ob beruflich oder privat, du solltest unbedingt Geschichten über dich erzählen. Genau das wird von dir erwartet. Jedes Gespräch ist wie ein Ball, den ihr hin und her werft. Manchmal ist der Ball bei dir, manchmal bei der anderen Person. Die meisten Menschen fühlen sich wohl, wenn ihr Gesprächsanteile ungefähr ausgeglichen sind. Zweitens, offene Fragen. Wenn du jemandem eine Frage stellst, achte darauf, welche Antwort er dir geben kann. Eine Frage wie, geht's dir gut, ist leicht zu beantworten und schon ist der Ball wieder bei dir. Wenn du aber in die Tiefe gehst und Fragen stellst, bei denen dein Gegenüber wirklich nachdenken muss, kannst du das Gespräch besser am Laufen halten. Im nächsten Punkt gebe ich dir ein Beispiel dafür. Bedenke, offene Fragen nicht ständig verwenden. Verwende sie nicht häufiger als alle 5 bis 10 Minuten. Wechsle sie mit Erzählungen aus deinem eigenen Leben ab. Drittens, Interesse signalisieren. Eine wunderbare Möglichkeit, einer Person klarzumachen, dass dir das Gespräch etwas bedeutet, ist folgende. Frag sie nach dem Motiv für bestimmte Entscheidungen. Stell dir vor, eine Kollegin sitzt dir gegenüber und erzählt dir von ihrem Studium und ihren beruflichen Zielen. Die meisten Menschen würden das einfach abnicken. Ihr Kommentar wäre etwas wie, ah, cool. Wenn du dich jetzt von der Masse abheben willst, fragst du, wie kommt's, dass du dich für Studium X oder Ziel Y entschieden hast? Denke mal daran, dass fast jeder Mensch am liebsten über sich selbst spricht. Du gibst der anderen Person damit die Gelegenheit dazu. Fünftens, Vermutungen anstellen. Vermutungen sind die fortgeschrittene Version von Fragen. Viele Menschen stellen in Gesprächen zu viele Fragen. Sie haben nämlich irgendwo gelesen, dass man der anderen Person Interesse und Respekt entgegenbringen sollte. Ein eleganter Weg, das Gespräch am Laufen zu halten, ohne jemand mit Fragen zu durchlöchern, sind Vermutungen. Anstatt zu fragen, wieso hast du dich von ihr getrennt, kannst du etwas sagen wie, da hat wohl die Chemie nicht mehr so ganz gestimmt. Dadurch nimmst du etwas Druck von deinem Gesprächspartner weg und gibst ihm gleichzeitig den Freiraum, etwas von sich aus zu erzählen. Es würde jetzt nicht komisch wirken, wenn du das Gespräch fortführst, ohne dass er etwas sagt. Wichtig, streue Vermutungen ebenso wie Fragen ab und zu ein. Sie sollten nicht die Mehrheit deiner Redebeiträge ausmachen. Als grobe Orientierung kannst du dir merken, 50% eigene Erzählung, 30% Fragen und 20% Vermutungen. Fünftens, Smalltalk beherrschen. Smalltalk spielt gerade beim ersten Kennenlernen eine große Rolle. Später, wenn ihr dann gemeinsame Themen habt, fällt der Smalltalk weg. Du kannst massiv punkten, wenn du im Smalltalk nicht lustlos rüberkommst. Mit einer positiven, entspannten Ausstrahlung gewinnst du die Herzen von anderen Menschen schnell für dich. Das Ziel des Smalltalks ist es, herauszufinden, wie die Chemie zwischen euch ist und ob ihr eine gemeinsame Basis habt. Wenn es grundsätzlich passt, super, dann könnt ihr gucken, was ihr für gemeinsame Themen habt. Sollte das nicht der Fall sein, okay, dann könnt ihr ohne schlechtes Gewissen zur nächsten Person weitergehen. Sechstens, Übung, Redefluss. Kommen wir nun zum letzten Tipp. Die goldene Regel in jeder Konversation lautet, je mehr du sagst, desto schlagfertiger wirst du. Und desto einfacher fällt es dir, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Eine geile Übung dazu geht wie folgt. Stell dich vor den Spiegel oder schau dir eine Person auf einem Foto an und fang an zu reden. Worüber ist egal. Wichtig ist, dass du 5 Minuten lang im Redefluss bleibst und nicht aufhörst zu reden. Stell dir dabei deinen Handy-Timer. Wenn du diese Übung ein paar Mal machst, wirst du in kurzer Zeit sehr redegewandt sein. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch etwas für dich. Wenn du nicht nur deine Gespräche, sondern auch dein Leben dominieren möchtest, dann lad dir mein kostenloses E-Book Dominiere dein Leben 11 Regeln, mit denen du jedes Ziel erreichst, herunter.
Bereits über 10.000 Menschen haben sich das Ding schon heruntergeladen und dominieren nicht nur ihre Gespräche, sondern auch ihr Leben. Klick auf den Link in der Infokarte, um dir das E-Book kostenlos runterzuladen. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.